Hallo, ich bin Bart und werde Ihnen erklären, wie man ein Clean-Cert installiert in ein Stück Werkzeug mit Hilfe des CLP2-Tool. Diesen Werkzeug ist speziell entwickelt für die Luftfahrtindustrie. Also, was Sie erst müssen machen, ist das Tool nur einmal drücken und jetzt funktioniert es. Sie müssen wissen, dass diese Werkzeuge viel einfacher zu bedienen sind und viel mehr einstellbar wie die pneumatischen Werkzeuge. Also es gibt Leute, die am liebsten den Einsatz schon installieren auf die Nase. Ja, ich habe das lieber schon installiert, hier ein bisschen mit die erste Dreh, erstmal einmal drehen, ja, dann ist es schon fertig, um zu installieren. Also das Wichtigste ist, nicht drücken hier auf, bis das komplett den Einsatz, bis das komplett in den Loch ist. Nur drücken, um die Keile reinzukriegen, ja. Also, man muss, wenn man horizontal installiert, das Werkzeug ja richtig horizontal halten. Also erst stecken wir das da drinnen. Man guckt, ob man das Werkzeug ja richtig horizontal nutzt und dann einfach drücken. Ja, Sie sehen jetzt, dass das den Einsatz komplett rein ist. Jetzt kann man drücken auf den Knopf. Ja. So, es ist installiert. Was Sie dann auch machen können mit diesem Werkzeug, Sie haben ziemliche verschiedene Settings, zum Beispiel wie viel Kilonewton, wie viel Druck man rein muss bringen. Auch mit dem Luftfahrtwerkzeug können Sie spezielle Nase bekommen, die die Oberfläche von Ihres Anwendung nicht beschädigt. Kontaktieren Sie mich einfach und wir helfen Ihnen. Danke.